Hallo ihr Lieben, das ist das Design von letzter Woche, aufgeklebt auf meinem Auto und ich finde es super cool. Heute bastle ich ein kleines Tablett zur Einweihung der neuen Arztpraxis meines Bruders. Das kann für Kaffee oder auch für die Ablage von Kleinigkeiten verwendet werden. Und es ist ein schnelles und einfaches Geschenk, das meiner Meinung nach ganz cool aussieht. Ich verwende meine Cricut Standard Grip Matte, zugeschnitten auf meine Silhouettegröße. Desinfektionsmittel, aber nicht weil ich so keimphobisch bin, sondern weil es ein günstiges Mittel ist mit sehr viel Alkohol drin. Und das hilft auch noch zusätzlich beim Ablösen von Stickern oder Kleberesten. Dann kommt noch dazu mein Permanent-Vinyl und das habe ich von Amazon. Kann ich euch gerne unten weiter verlinken. Die Größe meines Tabletts ist 24x18, also ist ein relativ kleines Tablett, aber ich denke, das reicht für die Sache. Ich benutze mein pinkes Fondantmesser. So, und dann geht's auch schon los. Ich sprühe das jetzt mal mit dem Desinfektionsmittel ein und entferne noch die letzten Klebereste. Dann messe ich nochmal genau mein Tablett aus, wie groß mein Design später sein darf. In diesem Fall wären das 24x18. Hier seht ihr dann mein nächstes Projekt, das gleichzeitig auf meinem Tisch vorbereitet ist. Und jetzt ist der kreative Part sozusagen. Ich kann mich aber nicht entscheiden, welche Folie ich verwenden möchte. Ich wollte irgendwas Rot oder Weißes oder Rot und Weißes. Ich konnte mich aber nicht genau auf die Farbe einigen. Und später habe ich mir dann gedacht, nein, ich habe noch genug Reste, die ich zu benutzen habe. Ich habe meinen pinken Ordner mit all meinen Vinylresten. Das ist einmal der erste Sektor hier vorne ist permanentes Vinyl, also in dem Fall mattes. Und ein Teil glänzendes Vinyl. Ich finde das eigentlich eine ganz praktische Art, meine Reste aufzuheben. Und ja, dann habe ich sie immer nach Farben sortiert und kann jetzt im Nachhinein die Größe bestimmen. Ich habe das jetzt ausgewählt, weil ich wusste, dass das von der Höhe passt und die Breite ist dann eben dem Design angepasst. Rechts und links wird ein bisschen Abstand sein. Ich messe es nochmal nach, um 100% sicher zu gehen. Die breiteste Stelle hier ist kleiner als ein bisschen kleiner. Jetzt positioniere ich es nochmal ein bisschen nach oben, weil es nicht ganz gerade war. Wie gesagt, hier könnte man natürlich auch eine ganz normale Silhouette-Matte nehmen. Ich hatte aber durch mein voriges Modell habe ich noch zwei Matten gehabt und ich wollte die nicht wegschmeißen oder so. Deswegen habe ich sie mal zugeschnitten, damit die Passmarken wieder richtig sind und das ist jetzt kein Problem. Und dann geht es auch schon los mit dem Ausschneiden. Hier habe ich noch ein kleines Helferchen dazu bekommen. Das ist meine Tochter. Und sie wollte sich das auch nochmal genau anschauen, was ich da mache. Jetzt drehe ich meine Matte wieder um und löse das vorsichtig von meiner Standard Grip, wobei ich finde, dass die momentan noch zu sehr klebt. Man könnte das mit einem Tuch ein bisschen abtupfen, damit der Kleberest, also diese Klebefolie nicht mehr so schlimm klebt. Aber ja, meine Schere geholt, schneide jetzt noch den Rest von der Seite ab, das schmeiße ich wieder in meinen Ordner und habe dann noch kleine Reste zu verwenden.
Hintergrund seht ihr eben das Glas, das ich für mein nächstes Projekt schon hergerichtet habe. Das kann man dann auch mal nutzen. Und die kleine Maus wollte wieder rauf. So, da ist jetzt ein kleiner Hinweis auf das nächste Projekt und so schaut jetzt mein Tablet aus, mein Tablet. Und ich finde es ganz hübsch geworden, ist natürlich nicht perfekt und ja, aber ich finde das ein schönes Projekt und ein schnelles Projekt für eine kleine Aufmerksamkeit und ich mag es sehr gerne. Ich würde gerne von euch wissen, ob euch das gefällt, ob euch das interessiert, ob ihr mehr von diesen Videos haben wollt und würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Alles Liebe und bis dann!